Jetzt aber wirklich. Im dritten Anlauf will die CDU nun endlich einen neuen Vorsitzenden wählen. Zweimal schon wurde ein Parteitag Corona-bedingt verschoben und fast ein Jahr ist es her, dass die glücklose Amtsinhaberin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug angekündigt hatte. Drei Männer kämpfen um ihre Nachfolge. Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz stellen sich auf dem ersten rein digitalen Wahlparteitag den 1001 Delegierten. Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Am Samstagmittag soll feststehen, ob Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Merz oder der Außenpolitiker Röttgen an die Spitze der Partei rücken. Laschet steht für den liberalen Flügel der Union. Er wirbt offensiv damit, den Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel fortsetzen zu wollen und mit seinen Erfahrungen als Ministerpräsident. Tatsächlich scheint er auch der Favorit der bisherigen Parteispitze zu sein. Mit der hatte sich der konservative und wirtschaftsliberale Merz nach seinem Wiedereinstieg in die Politik wiederholt angelegt. Zuletzt schien er jedoch Kreide gefressen zu haben. Nichts war mehr zu hören von seinem Wettern gegen das Establishment in Berlin, dem er unterstellte, seine Wahl verhindern zu wollen. In die Lücke zwischen den beiden Lagern positioniert sich Röttgen. Er sei kein Lager, sondern stehe für alle und für ein klares Modernisierungsprofil, sagt er. Die CDU müsse weiblicher, jünger und digitaler werden. Damit kann Röttgen offenbar punkten. Er gilt längst nicht mehr als Zählkandidat. Über eine Frage, die indes quasi wie ein Elefant im Raum steht, wird der Parteitag nicht entscheiden. Die der Kanzlerkandidatur. Über sie soll erst im Frühjahr entschieden werden. Der Parteichef hat traditionell den Vorrang. Doch CSU-Chef Markus Söder wird schon seit langem für den Posten gehandelt und auch dem zunehmend populären Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werden Ambitionen nachgesagt.